Nur 5 Punkte lagen in der Winterpause zwischen dem FC Pippinsried und dem TSV Buchbach. Keine 2 Monate später sind es satte 17. Grund dafür zum einen die Horrorbilanz der Hausherren mit 4:28 Toren in den letzten 6 Spielen, weshalb die Chance auf den Klassenerhalt nur noch rein theoretischer Natur ist. Zum anderen aber natürlich auch der Aufschwung der Gäste, die seit dem Trainerwechsel zu Uwe Wolf 14 von 18 möglichen Punkten einfahren konnten. Wie gefestigt der TSV aktuell ist, zeigte nicht zuletzt der Kraftakt beim 4:3-Sieg über Top-Team Nürnberg nach 1:3-Rückstand. Das Gastspiel in der Hasrolli-Arena aber eine ganz undankbare Aufgabe, zumal die Favoritenrolle für die Gäste ja eher ungewohnt ist. Dennoch erwischten sie vor nur 165 Zuschauern im Duell der Dorfclubs einen Traumstart. Nach nur 12 Minuten schlägt gleich der erste Torschuss von Daniel Muteba, wohl noch leicht abgefälscht im heimischen Gehäuse ein. Keine Chance für FC-Schlussmann Daniel Witte. Check. Nach 14 sieglosen Partien der nächste Nackenschlag für die Gastgeber, denen die Verunsicherung in der Folge deutlich anzumerken war. In der 19. Minute blockt wiederum nach einer Ecke Fabian Willibald den Kopfball von Samet Bahar mit der Hand ab. Schiedsrichter Stefan Treiber entscheidet sofort auf Elfmeter. Tobias Stehr tritt an und versenkt die Kugel unter der Latte zum 2:0 nach 20 Minuten. Nach dem jüngsten 1:5 in Schweinfurt deutete sich also das nächste Debakel für den FCP an, der sich nach etwa einer halben Stunde dann aber fing und selber etwas aktiver wurde, wenn auch zumeist nur nach Standards. Aus so einem resultierte dann in der 41. Minute diese Situation. Willibald, zuvor ja noch Übeltäter vor dem 0:2, dreht den Spieß um und holt im Zweikampf mit Muteba nun einen Elfmeter für seine Mannschaft raus. Und den versenkt Halid Yilmaz entschlossen zum Anschlusstreffer in der 42. Minute. Andreas Stehr hat zwar das richtige Eck, der Schuss aber zu hart. Das 2:1 also ein doch recht tückischer Vorsprung für Buchbach, das nach der Pause das Tempo wieder erhöhen wollte. Das gelang zunächst jedoch nicht. Vielmehr bekam Pippinsried die Riesenchance zum Ausgleich. Doch erst verpasst Marvin Jieke den Ball und dann zielt Faton Cemaili zu ungenau. Das hätte durchaus das 2:2 sein können, wenn nicht sogar müssen. Danach stabilisieren sich die Gäste allerdings wieder, auch wenn die großen Offensivaktionen bis auf diesen listigen Fernschuss des kurz zuvor eingewechselten Marcel Spitzer aus gut und gerne 60 Metern zunächst Mangelware blieben. Da die Gastgeber nun alles nach vorne warfen, boten sich dem TSV nun natürlich viele Räume zum Kontern. Witteczek rettet hier aber bärenstark gegen Joker Moritz Sassmann, der kurz darauf nach Zuspiel von Amari erneut die Vorentscheidung verpasste. Diese doch etwas leichtfertige Chancenverwertung sollte allerdings nicht bestraft werden, denn in der 77. Minute tankt sich Sami Amari durch die heimische Defensive und vollendet gekonnt per Lupfer zum 3:1. Ganz stark gemacht da vom Mittelstürmer, der mit seinem 10. Saisontor den Deckel drauf macht und den 5. Sieg in den letzten 7 Partien eintütet. Ja, wir gehen einfach unbeirrt unseren Weg weiter. Wir haben heute das erwartet schwere Spiel vor der Brust gehabt, ja, weil jeder denkt, du fährst hierher zum Tabellenvorletzten nach Pippinsried und gewinnst mal im Vorbeigehen. Aber das ist in der Liga nicht, das hat es letzte Wochenende gezeigt, da gewinnt Rhein am Lech bei Bayern München. Und von daher haben wir gewusst, wir müssen das ganz seriös runterspielen. Aber wir mussten natürlich auch lange strampeln, bis der Deckel drauf war. Von daher bin ich froh, dass wir eben ja, die 3 Punkte eingefahren haben. Heute gibt es nichts schön zu reden. Es war einfach nichts. Ein ansehnliches Regionalligaspiel war es auch nicht. Der Gegner war am Ende einfach abgezockter. Wir haben auch schwer ein Spiel gefunden. Gut, nach dem 2:0 kommen wir nochmal durch den Elfmeter rein. Vergeben wirklich ein 150-prozentiges Ding zum 2:2. Und dann am Ende ist der Gegner einfach abgezockter, cleverer. Muss man einfach beglückwünschen und der Wahrheit ins Auge schauen. Hat halt einfach nicht gereicht. Buchbach setzt also seinen beachtlichen Lauf weiter fort und hält den Abstand zu den Relegationsplätzen. Der Abstieg des FC Pippinsried könnte dagegen je nach den Ergebnissen der Konkurrenz schon an diesem Wochenende auch rechnerisch fix sein. Unabhängig davon geht es für den Dorfclub nun aber darum, die verbleibenden Spiele zu genießen und sich erhobenen Hauptes aus der Regionalliga zu verabschieden.